Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Subnautica. Und, oh, wir haben einen neuen Vorsprung, sehe ich gerade. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay, die Sunbeam kommt. So. Wir suchen jetzt einen Bauplatz, meine lieben Freunde, da wo wir bauen können. Ich würde ganz gerne bauen in Nähe eines Geysirs. Warum? Weil dann können wir da diese Kraftwerke bauen. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. Suchen wir mal einen Eingang. Aber ich glaube, da. Wir müssen auch schneiden. Wir brauchen den Laserschneider. Yay. Gravitationsfallenfragment. Oh, hatten wir schon. Was haben wir denn hier? Mobilen Fahrzeugstation. Fahrzeugstation. Okay, warte. Ach so, ja. Das haben wir alles. Okay. Dann suchen wir mal einen Geysir. Dass hier irgendwo einer sein muss. Warte mal, da ist mal so ein Motor. Die ist 500 Meter entfernt. Ja, unsere Rettungskapsel, Motte. In der Motte sitzt sie ja drin. So. Hier haben wir das. Müssen wir mal schauen, wo wir am besten bauen, meine lieben Freunde. Ich habe mich jetzt selber ein bisschen verfranst. Ich schau mal, ey. Noch 67 Energie für in der Motte. Muss auch zusehen, dass wir dann bald den die Ladestation finden. Hier habe ich auf jeden Fall alles nachgeschaut. Oder? Nee, habe ich nicht.
Wasser. Signal. Die kriegen wir ja auf. Normaler Pflanztopf. Eine Bank. Scheiße, weiter kommen wir aber nicht. Dann müssen wir das aufmachen. Ich brauche diesen... Irgendwas kann ich hier scannen. Ein Poster. Ach jo, die haben ja... Ja, heute kam ein Update raus. Stimmt. Boah, habe ich jetzt total vergessen. Da haben sie neue Sachen und Bugfixes eingehoben. Ohne das Lasergewehr komme ich jetzt nicht weit. Und den Laserschneider meine ich. Ist der das? Ja. Schon mal ein Laserschneider-Fragment. Oh, wir haben ihn fertig, Leute. Wir haben ihn fertig. Geilo, Alter. Geilo. Machen wir hier doch nicht. Dann sollten wir hier draußen mal schauen, ob wir hier noch was finden. Was haben wir denn da vorne? Scannerraum. Haben wir den schon fertig? Nee. Da fehlt uns noch ein Teil für. Dann haben wir den Scannerraum. Der ist auch sehr nützlich. Eigentlich ist alles sehr nützlich. Am Anfang. Und fertig. Scannerraum. Läuft. Läuft sehr gut heute. Mehr als gut. Die Tiefe gehen wir jetzt erstmal noch nicht. PDA drin. Da. Blei. Was ist das denn? Leuchtfackel. Die brauchen wir erstmal nicht. So. Gehen wir mal wieder zur Motte. Wahrscheinlich bin ich falsch gefahren oder so. Fast so aus. Scheiße. Kalorienaufnahme empfohlen. Ey. Wir haben kein Essen. Verdammt. Ich muss hier mal eben schnell, wenn wir gleich bei uns da sind, Essen sammeln. Oder habe ich noch Essen? Ach. Ja, ich habe nur Trinken dabei. Ah, da guck ja, ich habe zwei Glubscher dabei. Das heißt, ich kann. Hallo. Zwei Fische kochen. Los, gib mir die Fischchen. Wunderbar. Brauchen wir denn für einen Laserschneider? Diamant? Was? Ne, von hier kam ich.
muss ich mal weiter dahin. Jetzt brauchen wir Diamant, ey, um den Schneider zu bauen. Ah, wo war Diamant nochmal? Ach, ich weiß wo. Das wird noch ein krasser Weg dahin. Vor allen Dingen lustig auch noch, ey. Es wird ziemlich tief, ey. War ich hier nicht schon mal? Ich weiß gerade nicht. Wir brauchen einen Platz, wo wir bauen können. Einen guten Platz. Ich weiß nur nicht, wo genau. Ziemlich nah an der Aurora. Fuck! Hab ich ein Schwein? Jetzt weiß ich, was da rumschreit. Aber das Schreien hört nicht auf. Verfolgt. Das war ein Leviathan. Der hätte uns zerfleischt, wenn er uns gesehen hätte. Und der ist um einiges schneller als meine Mutter. Der hätte uns alle gemacht. Das war mehr als knapp, ey. Boah, der uns erwischt hätte, ey. Bin ehrlich gesagt froh, ey, dass er uns nicht erwischt hat. Und ich spaziere auch noch seelenruhig weiter in das Ding da rein, ey. Warum schwimmen die Berthas hier so weit rein?
weiß nicht, wo ich bin. Ich habe die Orientierung verloren. Aber komplett. Gerade sehr ärgerlich. Ist schon wieder dunkel, ey. Probieren wir es mal in der Richtung. Wieso habe ich denn jetzt so krass meine Orientierung verloren, Alter? Das kann doch gar nicht sein. Oder ist mit dem Update irgendwas verändert worden? Die Aurora da. Eigentlich muss ich dort entlang. Die Aurora ist rechts von mir. Dann ist links das Gebiet. Aber ich finde das Gebiet nicht. Mit den Geysir. Also ich suche das Gebiet mit dem Geysir. Ich bin hier durch, das weiß ich. Das ist nicht der Geysir. Aber gut, meine lieben Freunde, wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Ich versuche das hier nochmal zu finden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.